An. Die bedeutendste war die preußische Polizei. Diese Polizei war schon von unseren Vorgängern, politischen Vorgängern, den früheren Parteien je nach ihrer politischen Einstellung mit ihren Leuten stark durchsetzt worden. Ich erwähnte die Besetzung der Polizeipräsidenten und der interneren Polizeigegner aus dieser Polizei entfernt worden. Immerhin waren die wichtigsten Stellen mit absoluten politischen Gegnern noch besetzt. Ich konnte nun nicht gut erwarten, dass diejenigen, die gestern noch die Polizei mit allem Nachdruck gegen uns einzusetzen bereit waren, heute mit der gleichen Loyalität für den neuen Staat eintreten würden. Es gab auch, ich konnte deshalb mit dieser Abteilung, so wie sie bestand, diese Gefahr nicht abwehren. Ich brauchte nicht nur eine zuverlässige politische Polizei in der Zentralstelle, sondern ich brauchte sie auch in den Außenstellen. Ich musste also das Instrument vergrößern. Um von vornherein klarzustellen, dass die Aufgabe dieser Polizei die Staatssicherung war, nannte ich sie Staatspolizei, geheime Staatspolizei, und schuf gleichzeitig die Außenstellen für diese Polizei. Ich nahm eine große Reihe von unpolitischen Beamten, die das Fachkennen hatten, hinein und nahm am Anfang weniger aus der Parteisphäre hinein, weil ich zunächst Wert auf die Facheignung legen musste. Ich wollte auch, dass diese Polizei sich ausschließlich mit der Sicherung des Staates gegen Staatsfeinde zunächst befassen sollte. Meine Mitglieder anbelangt nicht als annähernd so gefährlich an, aber selbstverständlich waren sie auch absolute Gegner unseres Staates, unseres neuen Staates, und ein Teil dieser Funktionäre waren radikaler, ein anderer Teil weniger radikal. Die radikaleren stellte ich ebenfalls unter diese Überwachung, während eine ganze Reihe von früheren sozialdemokratischen Ministern, Oberpräsidenten und höheren Beamten, wie ich vorhin sagte, in aller Ruhe verabschiedet worden, ihre Pension bekamen und nichts gegen sie unternommen worden ist. Aber es gab ja auch andere Funktionäre der Partei, der Sozialdemokratischen, auf die absolut aufgepasst wollte. Ich ließ eine Liste für diesen Zweck aufstellen. Und es war mir klar, dass wenn ich auch nur die wichtigsten dieser Funktionäre und die gefährlichsten festsetzen würde, es ist um based on your information of the situation, would it or would Hitler of that fact? Wir hatten Flugzeuge gehabt haben, alles in allem. Flugzeuge, Yachtflieger. Will you give me the number of each? The, in 10 groups would. Rund 30 Flugzeuge, die natürlich im Laufe der Tage
bis zu 7, 6, 5 Flugzeuge abgesunken sind. Da, um weiterzufahren, rund 10 bis 12 Gruppen Sturzkampfflugzeuge, einschließlich Schlachtflieger. An offensive weapon if you are on attack. Isn't that true? Man kann es so ausdrücken, ich würde es anders ausdrücken, wie ich es gesagt habe, dass die Luftwaffe ihrem innersten Wesen nach eine Offensivwaffe ist. Gleichgültig, ob sie in der Verteidigung oder in Angriff verwendet wird. Well, I think you've improved on my... Zweitens, dass wir versuchten, unsere Eigenart entsprechend im Präzisionswurf, das heißt also... ...increased for the English, except for bad weather. You had the Air Force to do a better job at Dunkirk than you did, from your point of view. ...and defeated France so that you advocated proceeding with an invasion of England. Did you not? Hierzu muss ich eine Ausführung machen. Erstens, am Ende... ...hier nach unten gegeben werden konnte, dass diese Ausschreitungen unverzüglich aufzuhören hätten. Did he have any idea who had started them? Es hatte sich herumgesprochen, dass Goebbels... Nein, ist mir auch nicht, auch nicht bekannt. So he went to Hitler to complain of Goebbels inciting these riots. Is that the fact? Let us ask you. He had given you the biggest job of your life, and it was unfaithful and unloyal. Get that one.